Und war so richtig selig und dachte, ja, dann mache ich jetzt auch sowas, so eine ganz alte Madonna, so, weißt du, wie ich halt bin, mit alten, offenen, grauen Haaren als Torero. Das war meine ursprüngliche Idee. Und dann habe ich gefragt im Haus meinen Chef und so weiter und auch natürlich Roman und sowas. Und dann, nein, das muss quasi eine Spannung haben und ihr selbst. Und nicht irgendwie eine fiktive Figur oder eine. Und dann hat mein Mann aus dem Hintergrund gesagt: Ja, dann machen wir doch Jurassic Park, ist doch kein Thema. Und dann stellst du dich da rein. Und da habe ich gesagt: Ja, da stelle ich mich da hin mit einem Meisenknödel in der Hand. Und dann ist die Weltlage erklärt. Ja, so ist es gekommen. Die Idee war dann total spontan. Also, es war sozusagen Luck.